Beton für große Ideen. Die erste Überlegung war, wie groß ist das Konzerthaus? Wir haben gesagt, okay, wir machen es so klein, wie es geht und so groß, dass es eine gewisse Ausstrahlung hat. Wenn man einen Raum mit bester Akustik haben will für Kammermusik, dann sollte der tunlichst nicht rund sein, sondern er sollte eine rechteckige Schachtel sein. Dann kam sofort die Überlegung, diese Schuhschachtel einfach ein bisschen zu kippen. Und durch dieses Kippen hat sich automatisch eine Tribüne ergeben. Die Akustik wurde nicht verändert, weil ja immer noch die Schuhschachtelform beibehalten war. Und am Schluss stellt sich natürlich die Frage nach der Materialität. Viele glauben ja, dass Holz der optimale Baustoff für einen Konzertsaal ist, aber eigentlich ein wesentlich günstigerer und auch besserer Baustoff ist Beton. Er passt sich unglaublich sensibel seiner Umgebung an. Das klingt jetzt total verrückt, aber wenn Sie Beton auf Holz setzen, dann wird Beton plötzlich weich. Er adaptiert nicht nur sozusagen den Charakter des jeweiligen Architekten, sondern adaptiert tatsächlich auch die Atmosphäre, die von anderen Materialien her ausgeht. Es gibt keinen vergleichbaren Baustoff wie Beton, der so sensibel einsetzbar ist. Beton für große Ideen.